Schöne Teams. So, der Match startet. Was habe ich? 10, ja, toll. Aber du hast ganz schön viel Geld. Ich habe viel Geld? Wo denn? 50k. Bei mir steht 30. 30, wer meint? Moment, ich gucke mir erstmal deine Leute. Du hast 5x Oger. Was haben die so Stärke 5? Das sind alles normale Oger. Die haben noch nicht mal SSP. Und Knobler, okay. Der Einzige, der in diesem Team SSP gesammelt hat, ist gestorben. Ja, ich habe auch nichts gelevelt, also das passt schon. Aber ich denke, mit Nurgle-Team gegen Ogre könnte echt haurig werden, schau dir mal. Naja, ich habe ganz, ganz viele Snotlinge, die dir ganz, ganz viele SSP geben könnten. Wenn ich sie erwische. Ja. Aber das Potenzial ist halt da. Und ich kann keine Snotlinge werfen, weil deine Auren mir da einen dicken Malus drauf geben. Ich bin schon gut angetrunken. Ich habe sogar ein Level auf sich hier. Du bist gut angetrunken? Das merkt man dir gerade wirklich nicht an. Ich habe es ziemlich unter Kontrolle. Noch. Hey, es ist Neujahr. Natürlich bin ich angetrunken. Was soll das? Ich habe noch nichts getrunken. Ich verlasse dieses Scheißjahr sicher nicht nüchtern. Was mache ich denn da? Okay, ich glaube, das wird. Ich formuliere ja immer wieder gerne Sachen aus schwarzseherischer Sicht. Ich habe mir so just for fun gedacht, als ich hier heute Morgen in der Werbung irgendwo gehört hatte, von wegen, ja, 2020, wir haben keinen Bock mehr auf dich, wir können dich nicht mehr sehen. Ja, wahrscheinlich wird die Zukunft so aussehen, dass wir uns im Jahr 2021 das Jahr 2020 zurückwünschen. Ja, das ist nicht mal auszuschließen, das ist ja das Traurige dran. Ja, leider. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich habe keine Erfahrung mit Ogre. Ich meine, Ogre können schmeißen und bashen und schauen wir mal. Ja, aber das Schmeißen bekommt den Malus durch deine Aura. Wie weit schmeißen die? Die beiden untersten Reichweiten haben die für Schmeißen. Das ist in Feldern? Hm? Bis 6 Felder in sowas. 5 oder 6 irgendwie, ja. Okay. Dann müsste das stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt im ersten Zug einen One-Turner zu werfen, von daher. Ach, das hatte ich mit Mope-Tupe. Da mit Halbling gespielt, der macht im ersten Zug macht einen Touchdown. Ich stehe nur da und denke mir, what the fuck läuft hier denn? Ja, aber der spielt doch Halblinge, oder? Ja, ja, er ist absolut Halbling-Spezialist. Das lief alles wirklich, der hat mich so die Hosen runtergelassen. Ja, komm, der hat auch mehr Glück als Verstand. Das zählt nicht. Er hat beides. Er hat Glück gehabt und er weiß auch, wie man spielen muss, echt. Er hat die Halblinge echt voll im Griff. Hör mal, ich habe gegen den mittlerweile so, ich glaube, überschlagen, 10 bis 15 Spiele gehabt, nur gegen ihn alleine. In keinem dieser Spiele hatte ich nach einem seiner Touchdowns den ersten Zug. Er hatte immer eine Blitzaktion davor. So viel zum Thema Würfelglück. Puh, das bringt mir gar nicht so viel. Also, du kannst von meinen Ogern weglaufen, das Problem ist... Ja, nicht wirklich, ich muss hier 3 in der Mitte haben. Ja, du hättest theoretisch 3 Stück nach außen stellen können, dann hätten nur 2 meiner Oger punchen können. Ja, die sollen punchen, haben sie Spaß. Da versteht einer die Oger. Siehst du, so läuft das. Nein. Nein. Nochmals? Das ist unglaublich. Komm, noch ein Bonehead. Nein. Du hast dreimal eine 1.
Liebes Internet, so macht Bloodball Spaß. Oh, herrlich! Und jetzt Two Skulls, das wär's gewesen, ne? Ja, kann auch kommen mit dem. Ne, der Blitz ist ja weg. Sehr schön. Ja, irgendwas muss ich hier doch machen. So. Ja, dann nach da. Der rennt einfach mal nach da. Der wird da geparkt. Oh Gott. Es sind Snotlinge. Was soll schon schief gehen? Alles. Noch eine Eins. Mein Gott, ich hab jetzt echt so einen beschissenen Zug hingelegt. Liebe das Barry, ja, ich glaube, das ist ein gelungener Jahresabschluss. Das fühlt sich genauso an wie dieses Jahr. Genau. Okay, was mache ich denn da? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit Ogeln und so Zeug anfangen soll. Töte die Snotlinge! Töte die Snotlinge! Ja, natürlich. Die verlieren die ihr Tackling Zone? Nee. Nicht? Nein, durch winzig, wobei die Ogre... Die Ogre haben sie weg. Aber die Kleinen da hinten. Ja, ich sehe die gar nicht, die sind so klein. Ich muss mal Kamera drehen, Moment. Hier bei den Snotlingen, die sind winzig. Da musst du nur wissen, dass die selbst keine Mali auf Tackle-Zonen geben. Das heißt, du, wenn ich keinen Ogre dabei habe, kannst du dodgen, als wären deine Leute Stunty. Mhm. Oh, I'm so fucked! Mein Gott, er überlebt! Ja, hör mal, die Einsen sind weg! Unglaublich! Moment! Verletzung, Snake Eyes! Okay, und nu? Was dodgen der? Der hat keine Tackle-Zone mehr, der Ober. Der muss nicht dodgen, genau. Aber der hier. Der dutscht auf, ne? 3 plus. Der Ogre ist frei! Bist nicht so der Fan von freien Ogern? Oh, ist mir doch egal, solange mich in Ruhe lässt. Ich mach nur Scherz, also alles gut, alles gut. Ich kann das Werfen echt extrem schlecht einschätzen. Ich muss mal gucken, wie das läuft. Ja, theoretisch habe ich immer noch nicht die Möglichkeit, irgendeinen meiner Spieler zu werfen. Weil wenn ich jetzt den Ball aufheben würde, würde ich eine Übergabe an diesen Fiss-Rohrreiniger Gnobbler machen. Und damit ich dann an einen möglichen Werfer den Ball übergebe, dann habe ich keine Aktion mehr zum Werfen, zum Wurf des Snotlings über. Von daher bist du damit noch absolut safe. Ja, davon abgesehen, das ist eh nicht der zuverlässigste.
Das ist auch cool. So, jetzt mach bitte was und bleib nicht wieder einfach stehen. Geht doch. So, können die jetzt mit dem Ball umgehen? Wow. Unerwartet, absolut unerwartet. Das hat schon mal geklappt. Und wow. Noch nicht. Nö. Gut, dass der noch keine Priorität hat. So, im nächsten Zug besteht das erste Mal in diesem Spiel eine Gefahr, dass ich werfen könnte. Übrigens, wenn du Werfen unterbinden willst, bei Aufstellung einfach auf der 16-Yards-Linie eine Reihe von Spielern platzieren und dann habe ich quasi normalerweise kaum eine Chance, irgendwas ordentlich zu werfen an Spielern. Unterbindet bei allen Wurftaktiken die Möglichkeiten. Okay. So still. Ja, ich bin echt angetrunken und ich spiele wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll. Es geht. Momentan sieht es so aus, als ob du einen Ogre verprügeln möchtest. Ja, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Ich weiß echt nicht. Ich muss mal schauen, wie das ganze Werfrei-Zeugs-Gedöns geht. Hör mal, warum hast du als Nörgel Angst vor meinen Spielerwerfenwürfen? Du hast Nörgelkrieger. Jeder dieser Nörgelkrieger gibt mir minus 1 auf den Wurf. Ja, gib mir. Oh, warum bist du verletzt? Guter Mann! Warum? Dieses Spiel ist echt so eine Darstellung von 2020. Alter, gibt's doch nicht. Oh, hast du noch 4? Ja. Nein. Lass die Ogre leben und bringe sie nicht um.
Ach so, Moment, das darf ich nicht vergessen. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Mein Gott, was machst denn du da die ganze Zeit? Ballübergaben? Wieso? Naja, wenn ich die Ballübergabe so mache, habe ich diesen Spieler, der den Ball hat, momentan noch nicht aktiviert. Und wenn ich jetzt wirklich werfen möchte, kann ich jetzt meinen Oger hier hin platzieren und theoretisch dadurch das erste Mal werfen. Jetzt habe ich den Oger halt außerhalb deiner Augen bewegt und gleichzeitig den Gnoppler. Und jetzt kann ich mal gucken, was ich da werfen kann. Ich glaube, ich komme nicht so weit, dass es relevant wird. Aber es ist immerhin etwas. Okay. Das ist jetzt der erste Wurf ohne Abzüge. Naja, der ist jetzt nicht so prickelnd gelandet. Okay, du wählst ein Ziel an, aber das scattert noch. Das ist nicht so Ja, zielgenau. yeah. Genau. Ich habe den eigentlich nach vorne geworfen. Aber der springt um drei Felder weg. Halt dreimal diese achtseitige Schablone. Wie weit konnten die laufen? Na, da möchte ich sie nicht packen. Oh, Moment. Da hätte ich eher darüber nachdenken müssen. Aber jetzt gehe ich das Risiko auch ein. Eieiei. Der hat echt einen meiner Oger gekillt. Ein Pestigor. Der Mugurts. Unverschämtheit. Ich wollte gerade sagen, ich finde es sehr spannend, dass du nicht auf meinen Knoblauch gehst. Ja, erstmal aufstellen. Gute Entscheidung, aber trotzdem, ich war sehr irritiert. Ah, hat er sogar ein Pau. Go for it. Nee. Einfach nee. Nö, da steht hier ungünstig blöd.
Gut, dann werf halt nicht. Gibt's doch nicht! Läuft! Die Würfe sind für mich gerade so katastrophal, ey. Da geht ja über keine Kurve. Der ist auch noch dumm. Ja, das sind diese Teams, die so abhängig vom Würfen sind, wie die Vampire gestern mit Tim. Das. Echt, ja. Wieso tut man sich sowas an, ey? Ich liebe das, aber trotzdem, das ist gerade so schlecht für mich. Das sind viel zu viele Einzel. Aber das schon mit deinem normalen Team hast du so viel Würfelglück und Würfelpech und bei diesen Teams hast du noch fast doppelt so viele Würfel, die du machen musst. Ja. Hör mal, ich liebe das, aber ich habe gerade echt Pech. Ich meine, guck dir meine Einsen mal an. Ich habe schon wieder eine Doppel-Eins für den Rüstungsbrecher. Ich möchte von dem Spiel gleich die Statistik sehen. Das ist ja die Hölle. Mach lieber deinen Sidestep. Ja, mach ich doch. Meine Güte. Drei Würfel, nichts läuft hier. Der Ogre ist safe. Hei. Nee, ich wollte nicht da. Oh. Alles gut. Hä? Moment, ja, den Ogre hast du gerade angegriffen. Warum zählt der dadurch noch als dumm? Normalerweise müsste der dadurch seine Ticketzone zurückbekommen. Keine Ahnung. Ja, normalerweise schon. Dass das nicht hat, ist gerade sehr irritierend. Wow, guter Zombie, Rotor, whatever, was auch immer du bist, gut gemacht. Stück Gammelfleisch ist er. Ja, ist egal, es ist ein gutes Gammelfleisch. Das stimmt. Besser als erwartet. Das ist mutig. Ja, ich will er weg. Nein! Na dann. Beinchen heben kann er. Der ist dumm. Beim Blitz. Guter Ogre. Sehe ich gerade anders. Schon wieder eine Eins dabei. Ey, ich hab grad so einen Würfelpech. Ist so unverschämt unglücklich.
Geht nichts über eine gute Runde stinken. Oh. Ich hab so viele Einser! Das ist mir jetzt auch egal. Nix. So, okay. Hallo? Ah. Mein Gott, für Riss zum vollen 5 leben die aber echt lange. Das stimmt. Oh Mann! Für was habe ich Clown, wenn ich nur pushe? Ich weiß nicht, wer in diesem Spiel gerade die schlechteren Würfel hat. Wobei ich bin eigentlich mir ziemlich sicher, ich habe die schlechteren. Auch nur ein Schieben. Unverschämtheit. Ja, Nuffle gibt sich keine Mühe. Ja doch, Mühe gibt er sich, nur nicht zu unserer Gunst. Er denkt, ja, es ist Ende Jahr, da muss ich nichts mehr machen.
So viel Risiko und kein Erfolg. Wer von beiden hat jetzt angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Schade, falsche Richtung. In der Hinsicht ist, wenn du gewandt hast, die Anzeige sehr unpraktisch. Echt nicht. Jetzt ist schon fast gut, das Nuttling. Ey, aber hallo, das sind drei Würfel. Snotlinge sind in der Hinsicht unverschämt, ne? Was mache ich mit dir? Wo hast du denn noch einen? Da. 4 plus. Den stehen gelassen. Ach, ein Geschiebe hier. Und er ist dumm. Was sollte er auch anderes sein? Ach, was ist das zum Kotzen? Ja, ich stink halt ein bisschen. Bisschen scheint eine Untertreibung zu sein. Gut, ein bisschen zu weit. Ja, definitiv. War zum Glück der letzte. Was ich nicht schaffe, das schaffst du. Genau. Ich hab zu schnell geklickt.
Ich habe nicht realisiert, dass der so einen Umweg geht. Naffel ist heute aber stark auf deiner Seite. Na ja, würde ich jetzt nicht sagen, stark. Doch, ich habe so viele Einsen, ey. Das ist unstatistisch. Okay, wie verwandle ich das denn noch? Denk mal einfach so. Ach, das habe ich auch noch. Kann kaum noch was schief gehen, also wirf einfach. Gut, dann nicht. Prickelnd. Es hat ein Stunty, die können das. Richtig prickelnd wird erst der. Immerhin. Meine Güte, wie eine Elfe. Nein! Schade. Da hätte ich nicht down gehen dürfen. Diese kleinen Scheißviecher, echt. Na gut.
Ja, dann stell dich mal auf. Boah, wie viel habe ich denn überhaupt noch? 9? Prickelnd. Du hast den Angriff. Okay, spielen wir mal taktisch. Jetzt war auch neu, dass Ogre das können, aber probieren wir es mal. Was soll schon schief gehen? Okay, der Santo lässt seine. Ja, gut, okay, ich bin nicht so gut im Knobler verbashen, muss ich ja zugeben. Ich habe kaum Ogre momentan und wenn ich. Ich habe kaum Ogre, das sind 4 Stück! Ja! Ich habe kaum Ogre, was ist denn das für eine Ansicht? Irgendwas ist in deinem Hirn ganz, ganz schlimm dann. Ich habe keine Ogre. Das erste Spiel lief für mich so katastrophal und ich bin in Unterzahl geraten, dass ich aktuell eher gucke, die Raumdeckung zu gewährleisten. Wenn ich meine 3 Ogre jetzt an die Frontline stellen würde, führt das dazu, dass ich einfach nur meine Ogre da binde und dann habe ich einen einzigen, der wahrscheinlich in der Lage ist, aktiv etwas zu machen auf dem Spielfeld. Das heißt, du hebst den Ball auf, rennst an mir vorbei. Und die Knobler können den wahrscheinlich nicht aufhalten, während die Ogre in der Mitte gebunden sind. So habe ich aktuell noch Raum, darauf zu agieren, auch wenn meine Knobler wahrscheinlich verprügelt werden. Aber das ist im Verhältnis ein akzeptabler Verlust. Ich habe nur 2 Pessigo. Okay. Ich glaube, einen Pessigo habe ich vorhin verprügelt. Oh, nee! Das ist ein schmerzhafter Stein. Keine langfristigen Momente. Ich hatte mal beim geworfenen Stein das Ergebnis tot. Das kann es geben. Aber das tut weh. Ja. Das war mein Clown-Typ. Okay. Okay. Sehr gut. Schon wieder ein Pau. Mann. Es ist nur ein Knobler. Sag mal, während sein Spielern hängt, darf keine Ogre spielen, eindeutig. Und man muss mal sagen, du wolltest nicht gegen die spielen. Ich glaube, du punktest gerade am meisten. Naja. Also ich finde, es ist noch nicht wirklich so. Das ist so blöd. Hallo, du hast schon 6 SSP verdient. Ja, aber ich habe auch noch nicht so den Durchblick. Warte mal ab.
Also, wenn ich gegen Team spiele, dann ist nach zwei Zügen ist das Spiel entschieden, weil er so viel Pech hat. Ich würde jetzt gerne sowas sagen wie, ja, aber ich weiß selbst, wenn ich Pech habe, was ich mache, von daher habe ich noch eine Chance, aber das ist ein bisschen zu arrogant. Gerade das Spiel, finde ich, läuft beschissen. So, jetzt Ballaufnahme. Wie, 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 wie. Wow! Guter Mann. Hast eine 50-50, also. Nicht schlecht, der Gute. So. Warte mal. Warum nicht? Klingt lustig. Was machst du? Okay. I see a flying star! Ich nicht. Ich hab schon wieder eine 1 geschafft. Nee, der fliegt zu gut. Der soll fliegen. Und er fliegt wieder nicht. Dann halt nicht. Wer braucht schon effiziente Spieler? Wer sowas möchte, spielt keine Oger. Das ist so traurig. Fick die Henne. Ist doch nicht mehr schön. Den könnte ich später noch mal brauchen. Suicido! Okay, was machen wir denn da? Pa 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 pa. Aber ich glaube, der Grund, weswegen ich gerne Ogre spiele, ist, dadurch lerne ich meine Underworld Goblins wieder wertzuschätzen. Auf der Seite kann ich auch spielen. Nein, kannst du nicht. Doch, wirst du sehen. Nee, das denkst du nur. Ja, doch, da komme ich auch noch hin. Nein, kommst du nicht. Doch. Ich habe jetzt Zeit. Du hast noch zwei Züge zum Durchlaufen. Meine Nerven. Meine Oger. Siehst du, den hättest du jetzt wirklich gebraucht.
Und den erst. Ja, jetzt kann ich das spielen. Alles gut. Oh, was soll denn das? Köpfchen muss man haben. Mein Gott, Naffel! Du musst das ja nicht so beenden, wie es gestartet hat. Hör mal, Naffel denkt sich auch. Schiebung! Lauf, Forrest! Lauf! Macht das Sinn, was ich hier mache? Naja, besser als Smoge verdroschen zu werden. Ja. Ich hätte eventuell versucht, den noch an den Ogre oder so dran zu stellen, aber ich habe jetzt so viele frei. Macht halt auch keinen Unterschied. Aktive Ogre! Au! Ja, der verletzt sich doch eh nicht. Sag ich doch. Ist halt so wild hier. Was ist denn los? Du hast schon lange keine 1 mehr gemacht. Ja, vermisst du, ne? Weißt du, die Einsen sind jetzt halt raus. Ja, das sieht so aus. Wurde auch mal Zeit hier! Da ist die Eins. Doppelt. Hm, oh, schön. Der ist verletzt. Weißt du, ich kill ja nichts. Du verletzt dich die ganze Zeit selber. Hör mal, der kann auf die 2 plus dodgen. Mit Rewall! Ich hab's gesehen. Nein, was du gesehen hast, ist, dass er es nicht kann. Ah, ist das zum Kotzen. Immerhin bin ich jetzt am Ballträger. Hm. Oh, ey, was soll... Hallo, ich hab 3 Würfel und 3-mal Scheiße. Du hast halt 3 Würfel und wünschst dir 1/6 der Ergebnisse. Okay. Das ist ein bisschen unerwartet. Na, Nörgel sind bekannt für taktisches Passspiel. Ganz genau, dankeschön. Mit ihrer elfengleichen Grazie. Wichtig! Das ist unglaublich! Hör mal, das ist die Freude daran, ein Ogre-Team zu spielen. Das man ärgert sich immer, wenn man die Smetlinge nicht verprügelt bekommt. Ja, aber hallo, 3 Würfel und das irgendwie zum 50. Mal und jetzt mal nur. Blöder Snotling. Ich krieg's ja nicht down. Du musst sie dir schon selber kaputt machen. Aber ich hab jetzt einen freien Snotling. Das ist fast wie freie Wale. Ich dodge wie eine Elfe.
Du musst sagen, du dodgst wie ein Snotling. Siehst du? Und jetzt kommt der Pass. Ja, das bringt aber irgendwie nichts. Nee? Ja, es sollte nicht besser gehen. Yeah, auch mal einer K.O. Boah. Will ich so. Bonehead. Nein! Nein! Was soll denn das? Ein Ogefan. Das ist Hallo! Ein Oge fängt einen Ball. Was für eine Welt sind wir hier? This is Blood Bowl! Meine Fresse. Jetzt wird spannend. Meine Fresse. Schade, das habe ich schon fast erwartet, aber das wäre geil gewesen. Der hätte 5 plus geschafft. Respekt. Ich glaub's nicht. Das ist unglaublich. He wants to break food. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Snotling Kimken. Doch, ich habe einen Toten. Ja, von dir selber vermutlich. Na, den hast du getötet. Wow, ich bin ein Held. Hör mal, du bist verschrien als hier Judy, der Snotling-Killer. Bestimmt. Wird der neue. Genau, beim nächsten Spiel Among Us wirst du sus verdächtig, weil du hast zu viele Snotlinge getötet. Ich habe überhaupt kein. Was soll denn das? Jetzt hör mal auf, blöder Naffel! So, genau. Ah, ist das schön. Und von Hüfte. Ah, zum Kotzen hier. So, nimm den Ball auf! Nein! Sehr gut! Fatality! Red! Du bist nicht gegangen! Wohin ist er gehüpft? Okay. Es ist doch zum Kotzen! Was ist für ein scheiß Jahr? Es soll endlich 2021 werden. Ich hab die Fresse voll von diesem Jahr. Geh weg! Ich merk, dass du die Fresse voll hast. So. Jetzt. Na! Jawohl! Bonehead! Moment. Ey! Ich komme nicht an den Ball, weil irgendwie der Schriftzug unten auf der Karre ist. So, geht doch. War ja schon unverschämt, der Bug hier. Ist ja wieder ungemein. Was? Ist ja unglaublich. Ja, unglaublich wäre, wenn ich das jetzt machen würde. Ja, das stimmt wohl. Und du hast in diesem Jahr ist alles ein bisschen speziell. Das könnte gelingen. Der Wurf ist so unwahrscheinlich. Was für ein kaputtes Spiel, echt. Thank you.
Ach so, ist ja immer noch mein Zug. Ich kann doch nichts mehr machen, Spiel. Brecht meinen Zug doch automatisch ab. Wow, Double Power, unglaublich. Spring ins Aus, spring ins Aus, spring ja, ins vermutlich. Aus, spring ins Aus. Und die andere Hälfte vermutlich vom Spielfeld. Wo ist er? Okay. Kann man mitleben? Kann man mitleben. Sofern ich die Ballaufnahme schaffe. Frage ist halt mit wem, ne? Hast du noch ein... Hier ist noch ein zum Mitnehmen, okay. Pada-pow! Das sieht nicht gut aus für mich. Ich muss sie absichern. Du musst so viel absichern, ist klar. Ja, weil die Ballaufnahme wird eh nicht klappen. Ich kenne mich doch. Du hast so viel Zeit. Du bist sehr sicher. Ja, ich muss. Weil... Nein, ich wusste es doch. Oh, nee. Oh, schön. Weißt du, das ist das letzte Blood Bowl-Spiel in diesem Jahr. Und das fühlt sich genauso an. Ist das schön. Ich hab Tränen vor Lachen in den Augen. Nee, irgendwie geht das so nicht. Das gibt's doch nicht. Ah. Oh, 2020, du bist eine Bitch. Und 2020 denkt sie, ihr habt noch nicht 21 erlebt. Ja, vermutlich. Das ist so, also jetzt bin ich wieder am Absichern und das landet wieder irgendwo am anderen Ende der Karte. Das geht ja nicht mal. Ja, ja, natürlich. Schubst du mir ein bisschen? Schieb den anders und du darfst noch mal prügeln, aber nee! Der möchte lieber einen freien Warrior! Wow! Er haben Balla Balla! Unglaublich, dass ich das noch erleben darf! Lauf, Forest! Lauf! Lauf! Oh, die Steinsoft sollten wieder was hart. So, gucken wir mal. No. Ach nee. Das ist ein fettes Ding. Der ist dumm. So. Mau. Ja gut, ne? Ach, da ist noch ein Snotling. Ja, The Last Survivor. Was macht der da unten?
Ah, weiß ich nicht, auf den Ball hoffen, der sich selbst verirrt. Er hofft auf einen Pass. Der ist doch meine Touchdown-Bedrohung. Ja, ich seh's. So, und jetzt mach ihn nieder. Ja, wirf was Schlaues, echt. Ist reicht okay. Doch. Okay, keine Experimente. Lauf! Meine Güte, was für ein Spiel. Meine Nerven. Oh, zum Kotzen, sag ich dir, zum Kotzen! Du hast ein tolles Team. 4 Oge, 2 Snotlings. Wie, ich hab 2 Snotlings? Wo kommt ja, der? Ja, ist unglaublich. Ist sehr dekadent, finde ich. Ja, lass ich so. Okay. Ich hab den Angriff, das heißt, ich habe tatsächlich den ersten Zug, kann ich ja selbst nicht. Der Moment, wo ich merke, dass mein Zug gar nicht mal so gut funktioniert. Der muss trotzdem da stehen bleiben. Zeit. Hä? Wo ging der hin? Da, was macht der da hinten? Hallo? Was machst du da? Das verwirrt mich jetzt total. Okay, das schafft der nicht von der Reichweite. Das heißt, der den Zug. Der tickt den. Was? Ich töte Spieler! What the fuck? Nein! Ich töte ihn sehr effizient. Meine Fresse, das war ein Warrior. Jo. Was für ein Scheiß hier. Ich will endlich neues Jahr. Geh weg. So. Geht doch eh noch hinten los. Also, was soll der Schmarrn? Was ist denn auf einmal los mit dir? Nuffel überschüttet dich mit Glück. So. Und nu? Ein Pass? Ah, nee. Ja, mit SSP. Ja, unglaublich. Was soll denn das? So, 1, 2, 3, 4, 5. Na. Smau. Ja, soll da stehen. Und das reicht.
Largo Le Grand, ist das nicht das Monkey Island? Ja. Ich fand's genial, dass, Moment, wen hatte ich hier bei dem Team Largo genannt? Genau, hier den Ogre. Ja, ich fand einfach Largo Le Grand genial für so einen fetten Ogre, der alle, ja, weißt schon, Ogre-Dinge macht. Fand ich lustig. So, ich remarschiere mich und kill dir einen Ogre. Go, yo, yo, klau. Jetzt musst du auch drauf gehen. Der Big Guy ist K.O. Okay, das war's für mich. Okay. Dann mach ich mal noch so ein paar Ogre-Dinge. Dann... Nee, ist doof, ne? Moment. Ja, den Loner kannst du killen, das ist okay. Der ist auch doof. Wichtigste zuerst. Und er verkackt den Wurf! Oder eher das Fangen! Schade. Du spielst kein Elfenteam? Ja, aber der Plan war, dass der Snotling jetzt den Ball fängt und anschließend hätte dann der zweite Ogre zum Snotling laufen sollen, den Snotling packen und werfen und wenn ich dann den Scatter nach vorne gekriegt hätte, dann hätte ich genug Laufreichweite für einen Touchdown. Und ich bekomme nur eine 1 auf Income. Oh mein Gott, mein Team ist im Arsch. Ja, so kommt mir meins auch vor. Immerhin hat diesmal der MVP überlebt. Ich habe nur noch 9 Spieler, ich kann mir nichts Neues kaufen, ist übel. Warte mal, wo ist mein Team? Ich habe noch... Ich habe einen TV von 800. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. Ja gut, ich kann mir noch 3 Snotlings kaufen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Was soll der Geiz? Snotlinge braucht man immer. Boah, mein Team-Value geht immer weiter runter. Jetzt bin ich bei 8,50. Ich bin bei 8,60.